Angry. Wie viel Uhr Sonntag? 18 Uhr. Welche Größe trägst du? Ich trage L in der Hose. L. Der Zipper ist mein Lieblingsding, was seitdem alles da ist. Ja. Wie gesagt, Chat, ich habe es euch schon mal gesagt. Neben dem Streaming ist das gerade mein größtes Hobby: Klamotten machen. Der Zipper sieht in Real Life noch krasser aus. Ich schwöre. Wer hat den Zipper von euch gekauft? Wer den Zipper hat, der weiß es. Ich schwöre. Der sieht so wild aus in Real Life. Ich red die ganze Zeit das so gut, aber weil ich auch selber bei den. Ey! Weil ich ja auch selber die Klamotten gemacht habe. Mit. Lass gerne ein Follow bei Surir da. Wir wurden eingeschränkt einfach. Wir wurden einfach eingeschränkt. Was die Story-Views und sowas angeht. Instagram hat uns einfach eingeschränkt. Das ist so hart. Geil. Lass gerne ein Follow bei uns da. Das ist neben dem Streaming, wo ich gerade am meisten Spaß dran habe. Ernst. Story-Views und so, Beiträge und so wurden voll eingeschränkt. Ich weiß nicht warum. Hab gerade Shirin David auf Massage gesehen. Hab gerade Shirin David auf Massephase gesehen. Ach so. Ja, Bruder, das ist crazy. Guck mal, bei dieser Jacke, Chat, würden sich ultra viele Leute denken, Alter, die ist ultra hässlich. Kann ich auch komplett verstehen, wenn Leute sagen, ey, die Jacke, wenn Leute sagen, die ist ultra hässlich. Kann ich das verstehen? Weil die Leute sich denken, ey, das ist viel zu laut, dies und das. Aber wisst ihr, wie lange wir an dieser verfickten Jacke gearbeitet haben? Und jeder von uns findet diese Jacke so cool. Und wenn sich am Ende, keine Ahnung, nur 500 Leute das kaufen, finde ich es trotzdem cool, weil ich das Piece an sich cool finde. Viele würden das nicht tragen, aber ich am meisten gefragt ist diese Jacke, an der wir arbeiten, und der Zipper und die Hose. Der Zipper und die Hose kommen Sonntag auch wieder. Das wird gerestockt. Wann kommt die raus, brauche? Sei einfach aktiv auf Instagram, dann erfährst du das schon. Aber ich liebe das. Also, ich sag euch ehrlich, das ist gerade das, wo ich am meisten Zeit reinstecke. Das ist gerade am meisten, wo ich Zeit reinstecke, ja, genau. Neben dem Streaming halt, ne? Mit welcher Marke machst du am meisten Geld? Ich glaube mit KingCans. Vom Umsatz her jetzt. Deskio-Brillen wieder da. Ich schwöre auf alles, diese Deskio-Brillen, egal, wir sind auch so unfassbar gefragt. Diese Brillen. Ah, sind wieder da. Durchsichtig ist wieder da. Okay, stark. Breitenberg, wie viele haben wir von denen? Du bist gerade im Chat. Weil mich alle therapieren, dass die immer ausverkauft sind. Daniel hat mir letztens eine Memo gemacht, dass ich viel, 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 viel mehr Werbung für diese Brille machen sollte, weil die so ungeil ist. Weil die geil aussieht und weil er die privat trägt. Und weil das auch einen Effekt hat. Glaub, 3000 neue bestellt. 3000 neue Brillen, ja. Weil es Blaulichtfilter sind, ja, genau. Habt ihr mal auf der Arbeit am PC an? Wirklich gut? Ja, wichtig. Chat, wenn ich abends nach dem Stream fertig bin, im Stream trage ich die auch ab und zu. Wenn ich abends nach dem Stream fertig bin und einen Film gucke, jedes Mal vorm Schlafen, ich gucke den Film immer mit einer Brille. Ja, dann. Japan, sag mal, ja, was haben wir in Japan? Ja.
So einen Zipper ohne Print. Habt ihr euch nicht satt gesehen in Deutschland, was Basic-Klamotten angeht? Jede Marke, jede Streetwear-Marke, immer diese Basics. Findet ihr nicht, dass das zu viel? 2024. Keine nee. Ahnung. Nee, ihr mögt diese Basics, ne? Ja, viele mögen diese Basics. So, warte, der Patrick hat mir was geschickt. Hier. Die hat auch das Happy Tee an. Das sieht auch ultra fresh aus, finde ich. Ich finde das Happy Tee Chat ist im Nachhinein, ich fand es am Anfang am hässlichsten. Ich habe gesagt, Digga, ich kann gar nichts damit anfangen. Gegen Ende fand ich, also jetzt ist es Fresheste. Das habe ich gesagt, kurz vorm Drop auch, dass ich das am Freshesten finde. Bei der Basic-Hose feiere ich das unten an der Hose nicht so. Ja, aber da haben wir ja extra, guck mal. Da haben wir ja extra so ein Ding, womit du verstellen kannst und dann selber deinen eigenen Fit bestimmen kannst. Du kannst selber deinen eigenen Fit somit bestimmen einfach. Das unten ist schon sehr geil. Aubergine gibt es nicht. Mein Bruder. Ich habe eh die Story schon gesehen. Bin so gespannt, wie die Hose ist. Wie gesagt, wenn ihr die haben wollt, wir haben wieder nachproduziert. Aber seid schnell auf jeden Fall, wenn ihr die haben wollt. Weil das ist am meisten gefragt. Die Hose ist auch so wild. Kommen die Brillen mit Sehstärke, sind wir auch dran auf jeden Fall. Was für einen Anteil ich bei Surya habe, wir haben bei Surya alle ein Drittel. Ich bin reingegangen und habe gesagt, ich will nicht mehr als die, auch nicht weniger. Jeder soll, egal in welches Unternehmen, immer ein Drittel. Weil die Arbeitsmoral dann auch viel besser ist, weil jeder weiß, ey, jeder bekommt dasselbe. Aber warum nur 2XL? Bin doch fett. Bro, ich schwöre dir, weißt du, wie 2XL ausfällt? 2XL ist riesig. Ah, wir haben sogar noch, haben wir noch alte Trackies? Ah, hier. Wir haben noch Fleeces und alte Trackies. Und ein paar Ketten haben wir auch noch. Okay, die sind ausverkauft. Von hier gibt es nur noch die Hosen. Die Surya-Hosen. Die sind auch sehr geil. Warte. Und ein paar Gürtel. Gürtel. Alten Trackies. Ah, ich finde so eine Joggerhose für einen 60er und 70er Hoodie, finde ich, geht voll klar. Guck mal, wie die Streaming-Titel. Bruder. Unge, es wird ernst. Eine neue Aufgabe. Ach, Bruder. Verstehe ich nicht. Check ich nicht.
Check ich's nicht. Das macht man. So in seinem Film. Aber ja, das Shirt ist. Feier ich mit am meisten. Wir hatten noch ein Video, das war von Celtics, oder? Sylt, genau. Hier. Ne, warte. Mein 20.000 Euro Gaming Setup, Vadial. Also. Was geht YouTube? Heute. So sieht Gaming Setup von Vadial aus, Timmer, ja. Mit einem Room-To-Video. Ich weiß, ich mach's euch gerade. Er ist der Gotti-Chat, ne? Aber ich glaube, es ist gewünscht, deswegen mache ich es jetzt mal. Ich bin jetzt endlich fertig mit meinem Zimmer. Ich habe zwar nichts dafür gemacht, alles aber Bruder gemacht. Daran schaut er dann an Dennis hier. Hier kommt man rein in dieses Zimmer. Ganz locker, ganz easy. Und dann habe ich hinter der Tür, wie man ganz easy sieht, meine Red Bull-Dosen und meine Wasserflaschen. Die habe ich von der Marke geklaut. Er hat einfach zwei Kasten neben dem Tisch stehen und da muss man nicht so viel laufen. Und ich mag es nicht, sie zu laufen. Normalerweise müsste ich in die Wohnzimmer laufen oder so. Ja, deswegen habe ich da Wasserflaschen. Ich stelle mal zwei Wasserflaschen an meinen Tisch, damit ich immer stay hydrated bin. 3 Liter pro Tag. Stelle ich mir hin, zack, trinke ich. Boom, kein Problem mit Wasser. Dann hier ein Kleiderständer. Ich weiß nicht, meine Mutter hat einfach hergezaubert. Auf einmal war hier so ein Kleiderständer. Die sind meine Sweater, glaube ich. Heißt das so? Ja. Und Klamotten halt. Dann habe ich hier einen Schrank. Ganz easy. Da sind auch meine Klamotten drin. Alle gefühlt fast gesponsert von Pire und Elevate. Deswegen danke Sydney, Eli und Willi für die ganzen Klamotten. Nee, ich hab ihnen nichts gegeben, ne? Oh nein, oh, geil. Der hat mein Lager ausgeplündert. Nee, danke. Dann da oben habe ich meine alten Setups. Da ist halt einfach so, ja, mein altes Setup, weil ich nicht weglaufen will. So alte Mauspads, alte Tastaturen, alte, was auch immer, ne? Ihr wisst Bescheid. Dann hier im Sommer, sehr wichtig, ein Dyson. Ihr checkt nicht, wie heiß das ist, Digga. Ihr checkt's wirklich nicht. Wenn dauerhaft 2 PCs laufen, 3 Monitore, 5 Kameras. Warum hat der 2 PCs? 2 Fernseher, 2 Lichter, 34 Softboxen. Es ist viel zu heiß, deswegen braucht man unbedingt einen scheiß Ventilator. Und hier habe ich den Dyson. Er steht perfekt hier im Zimmer, genau neben 2 Steckdosen. Chilling, ganz chilling. Kann man hier mit der Fernbedienung einfach ganz easy anmachen. Zack. Zack, ihr wisst Bescheid. So, dann komme ich hier zu meinem riesigen Fernseher. Den habe ich endlich benutzt in meinem Leben, weil ich jetzt endlich mal eine Serie schaue. Und zwar The Rookie. Vielleicht kennt ihr welche. Ich bin in die Serie verliebt. The Rookie? Digga, ich schaue hier legit jeden Morgen bis 6 Uhr morgens. Mein Schlaf ist. The Rookie kenne ich gar nicht. Was ist das für eine Serie? Das ist der Fernseher von The Frame. 75 Zoll, ziemlich riesig. Auch sehr, also normalerweise. Der Detective. Polizei, LA Polizei, ja, okay. An der Wand so. LAPD-Serie, okay. Ist legit eine Fingerkapsel entfernt zu der Wand. Also normalerweise irgendwie, normale Fernseher hängen so richtig raus und so. Aber der klebt an der Wand. Dann habe ich hier noch so eine Soundbar. Die ist richtig gut. Der Sound ist perfekt. Also nicht perfekt, aber der Sound ist richtig gut. Ich kann über die Soundbar so spot. Oder sein Fernseher triggert mich, ich schwöre. Digga, der hat sein Bett hier und sein Fernseher da. Wie kann er da? Also Bruder, ich könnte das niemals. Einfach so laufen lassen. Also alles ist auch generell verbunden hier in meinem Zimmer. So die Lichter, alles mit meinem Handy verbunden. Ich kann alles mit meinem Handy machen. Hier kann ich Spotify abspielen lassen. Hier kann ich Netflix anmachen. Dann hier unten die Lichter einstellen, alles mit dem Handy. Dann habe ich hier noch die Fernbedienung für meinen Fernseher. Die ist ziemlich nice. Da gibt es sogar programmierte Knöpfe schon drauf. Ich kann einfach Netflix drauf drücken, dann kommt Netflix. Dann kann ich den auch mal vielleicht anmachen. So hier, wie ihr seht, kann ich Spotify, YouTube, Netflix, Prime Video, Disney Plus, alles anmachen. Kann ich das Spotify alles überlaufen lassen über die Kamera. Dann habe ich hier hinten so einen Schrank. Da ist einfach nur mein ganzer Schrott drin mäßig. So ganz viele Kabel, ich weiß gar nicht, wo war das. Irgendwelche Spiele. Dann habe ich hier Nagelknipser. Das nutze ich auch ziemlich oft, weiß gar nicht warum. Das ist viel auch ziemlich. Ich Nagelknipse hier die ganze Zeit. Dann hier mein Sony-Headset von 2024, Sony, ja. Damit gehe ich ins Zimmer, wenn ich alleine. Mein Sony-Headset von Sony. Trainiere. Hau ich mir das über den Kopf und trainiere, höre Musik. Meine Gymtasche, da gehe ich immer ins Gym. Dann hier habe ich mein Zimmer war früher da hinten. Da kam immer richtig viel Sonne rein, deswegen hatte ich immer so 2 Gardinen. Jetzt haben wir das Zimmer getauscht, ich bin jetzt hier. Jetzt kommt nicht so viel Sonne rein, aber ich muss generell einfach nicht, ich bin ein Vampir. Deswegen habe ich auf beiden Fenstern so eine Gardine. Dann habe ich auf einem Fenster, das ist immer, ich habe das Gefühl, immer offen, komplett. Ein komplettes Fliegennetz. Das heißt, es kommen auch keine Fliegen oder so eine Scheiße rein, weil ich, Digga, als ich im alten Zimmer war, es kamen so viele Fliegen und Spinnen rein. Ich hab, Digga, ich bin fast gestorben. Was soll ich denn machen, Digga? Dann habe ich da hinten noch meine Mouth-Tapes. Die hau ich mir mal auf den Mund. Für eine bessere Jawline, ihr wisst Bescheid, Looks-Mating und so. Dann hier ist mein Bett. Mann, Bruder, die sind so in ihrem Film, ne? Ist ziemlich groß. Zu groß für eine Person eigentlich, aber ich bin fest, was soll ich sagen? 1,40 mal 1,80 oder so, keine Ahnung. Da habe ich noch so ein tolles Feature, noch nie benutzt. Ich kann mein Bett fliegen lassen. Genau. Warum denn nicht? Warum nicht? Eine sehr große Decke, 2 Topper habe ich sogar hier drauf. Also nicht nur 1, sondern 2 Topper. Weiß nicht warum. Die Decke ist ziemlich groß. Großes Kissen, noch ein größeres Kissen, 2 Kissen, ihr wisst Bescheid. Da kann ich noch mein Bett anmachen, glaube ich. Never mind. Geht nicht. Keine Steckdosen mehr. Dann kommen wir zu dem Wichtigsten, was wahrscheinlich viele wissen wollten. Und zwar mein Setup. Mein Setup besteht aus 3 Monitoren, 2 Tastaturen, 2 Mäusen, 2 PCs,
eine Kamera, ein Mischpult, ein Stuhl, Tisch, Mauspad. Ja, fangen wir an. Wir haben hier zwei Monitore, die zu dem Zen-PC gehen, also über meinen Streaming-PC. Über den Streaming-PC streame ich halt und zeige alles, was auf meinem Main-PC ist. Das ist der hier. 244 Hertz Monitor von Asus. Dann hier in der Mitte ein 360 Hertz Monitor von BenQ, glaube ich. Der ist ziemlich nice. Wie ihr seht, habe ich auch keine für die Monitore so Ständer darunter. Sondern aber wie weit ist dein Monitor weg, Digga? Alles so mit diesem Greifarm. Ich weiß nicht, wie das heißt legit, aber mit dem Greifarm kann man dann so immer so mit der Maus schön drunter, ohne dass so ein scheiß Ständer kommt und euch stört beim Spielen. Digga, meiner hat hier so einen Ständer, das fuckt so ab. Zwei Tastaturen, einmal die X Pro und einmal die Logitech G Pro. Hier spiele ich dann so immer. So spiele ich. Und dann ist hier mein Second Monitor und Second PC. Also hier mache ich alles mit meinem Tech-PC und so spiele ich dann immer. Ganz ziemlich nice. Dann habe ich da hinten meinen Mischpult. Der ist ziemlich... Mein Bruder hat den hergezaubert, das ist der beste Mischpult. Alle kennen irgendwie so dieses Go XLR oder so. Jetzt haben wir das von Rode, das ist viel besser als dieses Go XLR, deswegen... Ja, das soll echt besser sein. Ich habe auch das Go XLR, aber ich glaube, das von Rode ist ernst besser. Kann darüber Sound steuern. Clean aus, sein Scheiß mit sein Setup. Dann Knöpfe drücken für die Szenen und so. Vielleicht kennt ihr das, wenn ich mal so manchmal so den Knopf drücke, dann ist ihr die Szenen, wenn ich streame. Ja, dann Valorant ist schon gestartet. Hier spiele ich immer Valorant. Wenn ich Valorant spiele, kleiner Funfact, mache ich mein Bildschirm immer so. Ah, okay. Und wenn ich Fortnite spiele, halt immer so hinten. Weil ich weiß nicht, wenn der Bildschirm näher dran ist in Valorant, dann schießt man besser oder so. Ist halt so eine Regel anscheinend. Dann hier, Argon-Pad, ziemlich groß, umfasst fast meine ganze Tischplatte. Ist ziemlich nice. Dann muss ich nicht irgendwie mal so mein Mausfeld verschieben oder so, das bleibt auf Team da liegen. Da habe ich noch einen Lead-Test, damit kann ich immer meine Größe einstellen, auch so. Die ist immer bei Lead-Test, immer bei 80, Chat. Viele Fragen gemacht. Digga, ist das dein Mikrofon? Wie hoch ist dein Tisch und wie weit ist dein Kopf vom Monitor entfernt und in welchem Grad sitzt du, damit du perfekt spielen kannst? Mein Lead-Test ist auf 80, damit du es wisst. Dann habe ich hier meinen 5000-Euro-PC oder so, der ist richtig teuer gewesen. Halt die besten Specs, alles investiert, damit ich einen FPS performen kann. Ich weiß gar nicht, 4090 Ti, i13 oder i11 oder so. Ist auf jeden Fall die besten Specs. Der links, der PC ist nicht so gut, aber reicht halt für Stream, deswegen ist er eh nur ein Streaming-PC. Dann habe ich da noch eine Kamera von Sony, die ist ziemlich nice. Muss man einfach so aufmachen, dann anschalten und dann backt es manchmal, aber auf jeden Fall so ist das Prinzip. Dann gute Qualität, kennt ihr aus meinen Streams, deswegen chilling. Headset von Logitech, benutze ich seit 80 Jahren gefühlt, ziemlich nice. Zwei Wasserflaschen, damit ich hydrated bin, ihr wisst Bescheid. Dann habe ich noch diesen Stuhl. Wo ich sitzen kann, ganz normaler Stuhl, wie wisst ihr? Ihhh, Digga, der hat keine Lehne an seinem Stuhl. Ja, das war's, glaube ich. Weil ich mein Ladekabel. Ey, das ist ja voll Arsch. Da würde ich ja gar nicht drauf klarkommen. Zeigen, aber ich habe immer mein Ladekabel, das ist immer richtig lang. Aber ich hasse so kurze Ladekabel, deswegen jetzt sind die mal so richtig lang. Ja, das war's. Das war's mit Zimmer. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da und abonniert den Kanal. Wenn ihr wollt, dass ich so weiteren Content mache, dann schreibt mal Ideen in die Kommentare. Ich kann euch zum Beispiel mein Auto zeigen oder so. Ich habe mir einen Tesla gekauft. Kann ich euch da meine coolen Features oder so zeigen? Wenn ihr Tesla. Ideen habt, so Q&As oder so. Ich kann alles aufnehmen, wenn ihr Fragen habt. Easy. Ich will jetzt mehr in zu Real-Life-Content gehen und nicht mehr diesen Fortnite Competitive Stuff hochladen. Deswegen in Real-Life-Content würde mir, glaube ich, mehr fitten. Deswegen lasst ein Like da. Das war's. Peace out und tschüss. Da das Video nicht auf 8 Minuten gekommen ist, muss ich jetzt extra Settings aufnehmen. Ja, fangen wir an. Hier ganz normal. Vollbild. Zack, 16:9, kein V-Sync, 360 Hertz, Helligkeit auf 100, kein Farbmodus, alles auf niedrig oder aus. Stark. Sound, alles auf 100, weil ich muss Sounds hören. Soundeffekte visualisieren ist auch an. Hier, Sprinten umschalten, Türen automatisch öffnen, hochziehen, Aktivierung, also Klettern auch an, alles an. Beim Springen halten, beim Springen ducken, Springen, ach, Stress auf, C sehen. Dann hier. I want your body up on mine, baby, gotta do something. Dann hier hart, alles an. Der ist for real der beste Gamer, ja. Der Mann, den ihr hier gerade seht, ist der beste Gamer. Er ist der beste Gamer auf verfickt nochmal Twitch. Glaube ich. Und 70%, ja. Dann hier das Controller, hab keinen Controller. 8%, Sense, 800 TPI. Jetzt an die Leute, die fragen. 65 für Double Movement, dann Binds. Gehe ich ganz langsam. Die Beins habe ich schon seit 2019 oder so, Chat. Ich habe nichts geändert. Manchmal kommen so kleine Updates, dann mache ich immer so. Islam Goku. Einfach Islam. Einfach Abu, sein Sohn, will seiner Gruppe beitreten. Islam lädt mich ein. 2024 Music.
Ja, und hier ist halt der ganze andere Shit. So, glaube ich nicht, warte. Es ist creative, glaube ich niemanden. Ja, hier Controller-Settings habe ich nichts. Dann halt ganz normalen hinteren Konto und Datenschutz. So, und falls ihr es noch nicht getan habt, Chat, geht auf die Map, favorisiert die, okay? Auf die Map auch, spielt die Maps. Damit unterstützt ihr mich umsonst und werdet dadurch besser. Deswegen, ja, lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Peace out. Stark. Reason und seine Freundin haben Beef, kein Clickbait. Oder? Ach du Scheiße. Ja, so sieht's aus bei dem besten, besten Gamer. Braucht doch nicht so viel, Alter. Manche Leute. Die nordfriesische Insel. Manche Leute übertreiben. Wunderschön, aber auch mit ganz schön speziellen Klientel. Abseits all der bekannten Kontroverse wollte ich gern wissen, ist die nördlichste und teuerste Insel Deutschlands wirklich so elitär und so rausgeputzt, wie man sich immer sagt? Um das herauszufinden, bin ich, ihr ahnt es schon, kurzerhand einfach hingefahren. Was ich alles bei meinem Trip erlebt habe, seht selbst. Das ist crazy. Leute, habt ihr in letzter Zeit auch so einen Ohrwurm? Ich bin. Darf man ja auch bei dem Preis. Jetzt eine Nacht bei uns. Wie? Ich war hier wie so ein kleiner König. Aber darf man ja auch bei dem Preis. Alter, 736 Euro eine Nacht. Jetzt eine Nacht bei uns. Schön. Wir freuen uns. Sehr gut. Wir freuen uns auch, dass ihr da sind. Von Anfang an haben wir wirklich einen exzellenten Service erhalten. Uns wurde sofort empfohlen, was man hier unternehmen kann. Unser Gepäck wurde direkt auf unser Zimmer gebracht. Zudem erhielten wir eine ausführliche Hotelführung. Ich finde, solche Aufmerksamkeiten sind in Hotels wirklich sehr wichtig, da sie direkt dazu beitragen, sich sofort wohl zu fühlen. Wer stört mich da? Herzlich willkommen zu unserer Roomtour. Wir haben eine wunderschöne Hotelführung auf jeden Fall bekommen. Jetzt schauen wir uns mal das Zimmer an. Direkt rechts von uns haben wir einen Einbauschrank. Bibi, safe, wichtig. Bademäntel, auch super wichtig. Wir sind ja auch in einem Resort hier links von uns. Das Zimmer sieht gar nicht so crazy aus, oder? Haben wir hier Goodies drin? Nee. Ah, okay. Und dann kommen wir schon zum kleinen Raum. Es sind ungefähr 36 Quadratmeter, so ein bisschen größer auf jeden Fall als so ein normales Hotelzimmer. Zwei sehr schöne Sessel. Hier unten haben wir eine Karte bekommen. Lieber Herr Nguyen, ankommen, durchatmen. Der Host hat auf jeden Fall gesagt, hier in diesem Hotel. Gibt es Leute da, die einfach so sitzen und chillen? Gibt es die besten Snacks. Und das mag was heißen. Aber ich glaube, er meint nicht die, er meint die Deich im Schrank. Aber wir probieren mal hier vom Kuchen. Mmh. Ja, das hat so Streuselkuchen-Vibe. Mit richtig viel Butter. Richtig lecker und richtig fettmachend. Ansonsten noch hier, sieht aus wie so eine Olive. Aber ich glaube, das sind so mäßig Schokobons. Lecker. Ansonsten, man kann sich hier auf jeden Fall hinchillen. Chillig. Wow, eine wunderschöne Aussicht. Also wenn ich was zum Design vom Zimmer sagen kann, schon sehr in diesem nordfriesischen Style, so dieses Captain and Sun. Boah, das, der Fernseher triggert mich, so, dass er so an dieser Seite ist. Mein Name ist Scotch and Soda. Ja. Auf Seemann. Auf jeden Fall ein ausfahrbarer Fernseher hier noch. Okay, unten habe ich schon gesehen, alles maßgeschneidert, ne? Wenn wir hier die Schubladen öffnen, da sind extra so zwei Einkerbungen, damit die zwei Wasserflaschen hier so perfekt reinpassen. Das ist auch sehr cool. Das sind die Snacks, die wir machen. Ja, wenn wir Bock auf Tee haben, können wir uns welchen machen. Und hier links. Warte, geh mal auf die rechte Seite am besten. Aua. Auf jeden Fall hier verschiedene Teesorten und hier sind die Snacks, von denen er gesprochen hat. Schoko Crunch Balls, saure Gummidrops, Spicy Crunch Mix. Okay, probieren wir mal. Du merkst, ein Hotel ist reich, wenn sogar hier diese kleinen Boxen aus Glas sind und gebrandet. Nüsse? Ja. Boah. Merkt mir nicht, merkst, ne? 1:1. Saure Gummidrops. Boah, die sehen geil aus. Approved. Wir sind ja gerade eigentlich noch in der Diät. Warte ich schon mal auf Sylt-Chat? Das reiche Mann gegen, ernst. Deswegen dürfen wir nicht so krass reinhauen. Boah, die schmecken richtig gut und er hat recht. Bro, in welchem Hotel kriegst du sonst so geile Snacks in deinem Zimmer, weißt du? Dann kommen wir mal zur Kuschelecke. Machen wir mal einen Betttest. Bett ist jetzt nicht so weich, aber es geht fit. Das ist safe, so ein 1,80 Bett. Entspannt auf jeden Fall. Neben uns eine Bose-Box. Kann man sich nicht beschweren, ne? Gehen wir weiter. Das ist hier sehr, sehr geil. Diese Minibar ist komplett im Preis inbegriffen. Ist natürlich ein sehr, sehr satisfying Add-on, wenn man weiß, ey, da kannst du alles raustrinken. Aber das sind Psychotricks. Wir zahlen so viel Geld für dieses Hotelzimmer. Oh, natürlich ist das kostenlos. Das wäre frech, wenn nicht, weißt du? Ey, und was haben wir denn da oben? Oh, Holy. Das Hotel hat uns auch Holy gegönnt. Wie, ihr kennt Holy noch nicht. Wenn man für eine Fitness-Challenge am Abnehmen ist, wie ich, hat man ein Problem. Man muss krass auf seine Kalorien achten. Das große Problem dabei, ich bin ein Eistee-Liebhaber und es gibt leider kaum Eistee-Varianten, die wenig Kalorien und wenig Zucker haben. Ja. Aber jetzt gibt es zum Glück Holy. Das hier sind alles Eistee-Sorten von Holy aus echter Teebasis, zuckerfrei und kalorienarm. Es hört sich an wie ein absoluter Durstlöcher-Traum. Das hier ist meine absolute Lieblingssorte, Peach X Black Tea. Es geht super. Eiscans, 10 Liter, 3 Green, heißt 10 Euro auf eure erste Bestellung der Probierboxen. Falls ihr noch nicht 5 bei Holy. Größer als das ganze Zimmer.
Wir haben eine riesen Badewanne hier. Wow, sehr, sehr schön, ne? Elegant. Zwei Spiegel, zwei Waschbecken, wie es auch sein muss. Spaß. Und was auch immer sehr schön ist, Wellness Hair Shampoo, Wellness Hair Conditioner, Relaxing Body Lotion. Seife, okay, und natürlich hier noch so kleine Sachen. Aber keine Zahnbürste, ne? Keine eigene Zahnbürste. Das ist extrem scheiße. Was ein scheiß Hotel, nein, Spaß. Ansonsten, ah, hier noch, Radio, ne? Geht an? Er muss Volume hoch machen. Mal lauter. Niemals! Herr Quali ist aber sick! Ah, es kommt von da oben. Eine super schöne. Boah, die Dusche ist geil. Regendusche, eigener Raum, Luxus, Luxus pur. Und natürlich auch ein separater Bereich für die Kloschüssel. Was auch erwähnenswert ist auf jeden Fall. Hier unten sind so kleine, aber feine LEDs, damit man nachts so ins Bad kann, ohne dass man das Licht anmachen muss. Ansonsten sind wir durch mit der Roomtour. Das hier ist ja ein Resort-Hotel. Das Zimmer ist nice, aber das, was im Hotel noch so passiert, außerhalb der Zimmer, ist natürlich auch sehr, sehr spannend. Das werden wir heute im späteren, weiteren Verlauf des Abends angucken. Wir werden das Spa testen. Das soll überkrass sein. Wir werden das Restaurant testen. Aber dazwischen würde ich sagen, machen wir eine kleine Sylt-Tour und mieten uns ein paar E-Bikes. Wir würden gerne die E-Bikes mieten. 10 Euro pro Person, ne? Für einen halben Tag. Geht eigentlich voll fit. Okay. 10 Euro pro Person, halber Tag, geht wirklich klar. Okay, Leute, es geht nach Kampen. Dort gibt es einige interessante Orte. Ich will nicht zu viel verraten, es geht los. Oh, geil. Oh, Elektrofahrräder sind einfach Cheatcode. Schon sehr süß hier, ne? So, ab jetzt nur noch hier geradeaus. Sehr, sehr schöne, gute Fahrradwege hier auf jeden Fall. Also man braucht hier wirklich nicht mehr als ein Fahrrad. Und vielleicht ein Porsche. Herrlich! Boah, sieht wirklich sick aus. Sieht ein bisschen aus wie bei mir. Kurzer Zwischenstopp im Westerland. Hier ist so mäßig das Zentrum von Sylt. Hier ist auch der Bahnhof. Hier sieht es noch so ein bisschen so für normalsterblich aus, sage ich jetzt mal. Ganz, ganz normales Zentrum so. Ich glaube aber gleich, wenn wir zum teuersten Dorf fahren, wird das nochmal eine ganz, ganz andere Liga. Aber jetzt werden wir mal so typisch Sylt, so fischmäßig essen. Ne? Wir sitzen hier mitten in der Fußgängerzone. Es ist kein so richtiges Restaurant, sondern so ein Café. Boah, wohnt auf Sylt, wusste es. Ich wohne nicht auf Sylt! Chat, es ist nur bei mir in der Gegend und ich war da auch oft. Wisst ihr, wie ich meine? Aber ich wohne ja auch in Nordsee so. Aber ich wohne nicht in Sylt. Auf Sylt. Ja. Doch, das ist so ein Café-Restaurant, ne? Ja. Und dafür die Preise? Reiche Mann, nein, Mann. Ich wohne nicht, ich wohne nur so... Ich wohne nicht da. Ich wohne 1-2 Stunden weg von Sylt. Krass, ja, Fisch immer ein bisschen teurer, aber jetzt 20 Euro. Mal gucken, wie groß die Portion ist und wie lecker es schmeckt, ne? Wir sind nämlich auf Sylt. Eine Spargelcremesuppe für 6,50 Euro. Das kann. Was? Eine Suppe, das ist eine Pfütze, oder? Ah, aber geht schon. 6,50 Euro geht sogar. Rein. Boah, ich liebe ja Spargel und ich liebe Cremesuppe. Geil, gerade zur Spargelzeit. Mal gucken. Mhm. So stellt man sich eine Spargelcremesuppe vor, ohne Scheiß. Oh Gott, zu heiß. Hier wird nächstes Zeitalter gegeben. Mir doch egal. Das Ding ist, egal wo du bist. Ja, sobald du eine Kamera raus ist, ist wenn, es immer krass. Und wenn irgendwas Komisches passiert, was ja, nicht der Norm entspricht, kriegst du so ein dickes Side-Eye. Es ist überall so in Deutschland. Remoulade sieht schon mal sehr gut aus. Bratkartoffeln sehen juicy aus. Ui. 1 zu 1 wie Nordsee-Bratkartoffeln. Aber ansonsten ist auch okay, ist solid. Aber 20 Euro ist schon viel dafür, ne? 13, 14 20? Euro wäre perfekt. Aber da kannst du auch nichts groß falsch machen, finde ich. Ist einfach so ein frittierter Backfisch. Das ist halt sehr geil, ne? Und kostenlos. Jetzt kann ich die ganzen Leute verstehen, die mit dem 9-Euro-Ticket damals nach Sylt gereist sind. Extrem schöne Natur hier. Boah, als wäre man nicht in Deutschland. Hier so Kitesurfen, ey. Boah, traumhaft schön. Alter. Das Ding ist, Sylt hat jetzt so einen Arschruf wegen irgendwelchen Arschköpfen, die da irgendwas gemacht haben, Alter. Wegen so einem scheiß Video, aber das gibt's auch überall anders. Auf in Deutschland. Ihr werdet wirklich direkt den Unterschied zum Westerland sehen. Kampen! 2 Kilometer! Ja, fühlt sich neu an wie Deutschland hier. Guck mal, wir können schon Porsche zählen gehen. Hier ist schon mal der erste. Rechts Dior. Stark. Nächster Porsche. Okay, Leute, erster Spot in Kampen. Wer errät, wo wir sind? Wir sind vorm Pony. Hier ist ja die ganze Scheiße am Pfingsten passiert. Ich will das aber gar nicht weiter thematisieren. Ich habe mich nur dafür interessiert, wie es jetzt gerade hier so ausschaut, wie der Vibe ist und so. Auf Google steht eigentlich vorübergehend geschlossen. Deswegen haben wir uns gewundert, dass hier offen ist. Aber auf jeden Fall nichts Besonderes. Ich will da auch jetzt irgendwie gar nicht reingehen und die Kamera so draufhalten und so. Nur so ein bisschen davor chillen.
Balenciaga einfach da, lol. Das ist so krass hier alles, ne? Junge, Junge, Junge. Sylt ist ernst schön. Du Scheiße. Guck mal, seht ihr das? Porsche, Bentley. Das Ding ist, in Kampen gibt es keinen einzigen Supermarkt. Das hier ist quasi der einzige Laden, wo es Lebensmittel gibt. Alkohol. Hier gibt es gefühlt mehr Alkohol als irgendwas zu essen. Ja, aber die Preise unterscheiden sich jetzt nicht so krass. Pesto hier zum Beispiel 3,59 Euro. Okay, gleich geht es rein in die teuerste Straße Deutschlands. Der Hobokenweg. So, und ihr seht schon, von außen sieht das alles sehr, sehr unscheinbar aus. Ne? Also ähnlich wie die anderen ganzen Häuser. Aber ich glaube, das Krasse ist, was sich innen verbirgt. Und das sind ja auch so mehrere tausende Quadratmeter. Ja, das sind übelst große Grundstücke. Von außen sieht man da wirklich nicht viel. Die Häuser aus den 80er Jahren kosten mehrere Millionen Euro. Das ist so krass, ne? Und dafür ist ganz einfach. Von solchen Häusern in Spitzenlagen gibt es auf Sylt nicht viele. Damit der Charakter als Naturinsel erhalten bleibt. Ich habe mal so Häuser in der Umgebung geguckt. Ich sehe so ein Arschhaus, so ein Haus, ne? So ein Arschhaus, keine Ahnung, 7, 8 Millionen. Ich denke mir, woher? Wird auch kein neues Bauland angewiesen. So entstehen diese Wucher-Immobilienpreise. Überall Reetdachhäuser und wirklich die einzigen Menschen, die man auf den Grundstücken sieht, sind irgendwelche Gartenarbeiter. Schon krass, ne? Hier wohnen nur Millionäre und Milliardäre. Wenn man das überhaupt Wohnen nennen kann. Die meisten Besitzer nutzen ihre Häuser als Ferienhäuser 2 bis 3 Mal im Jahr. Das erklärt auch, warum man dort keine Menschen trifft. Das ist schon sehr krass. Das sind Millionärsvillen, die größtenteils leer stehen. Aber es gibt tausende Menschen, die im Jahr drumherum arbeiten. Gärtner, Baufirmen, die Schäden ausbessern, Sicherheitsfirmen für die ganzen Security-Kameras. Die profitieren natürlich alle davon. Also Kampen zusammengefasst, Reetdachhäuser, Designerläden und Porsche. Das Ding ist, es ist hier auf jeden Fall alles wunderschön, richtig viel schön grün, wirklich tolles Gefühl, da mit dem Fahrrad rumzufahren und so. Das Ding ist leider nur, was mir auf jeden Fall persönlich aufgefallen ist, aber das ist nicht nur hier so, sondern gefühlt in allen reichen Gegenden, nicht nur in Deutschland, sondern überall. Wenn du nicht so diesen Old Money Style hast oder irgendwie signalisierst, dass du Geld hast, dann wirken diese Blicke so, als wärst du einfach so ein Eindringling. Das ist ein ganz, ganz komisches Gefühl, als würdest du hier nicht hingehören. Die sitzen dann in ihren Outdoor-Bars, trinken so ihr Prosecco und wir fahren so vorbei und die schauen uns so an, als wären wir einfach so Affen. Kommen wir zum entspanntesten Affen! Part des teuren Tages. Es geht ins Spa, wie ihr sehen könnt. Fetten Aufguss gerade genossen. Wellnessbereich extrem krass. Es gibt 3 verschiedene Saunen. Kräutersauna, 80 Grad irgendwas Sauna, Aroma, finnische Sauna, also auf jeden Fall für alle was dabei, Dampfbad. Extrem geil, viele Ruheräume, also wirklich, wirklich krasse Entspannung. Aber jetzt ins Schwimmbad, paar Runden, ein bisschen auch dort entspannen, also wirklich Wellnessbereich top notch hier. Ist ja auch ein Resort, ne? Erwartet man auch irgendwie. Wow. Alter. Also so einen schönen Indoor-Hotelpool habe ich noch nie gesehen. Vor allem das hier. So nice. Boah, da kommt schon krasse Hitze raus. Es gibt hier sogar diese Strudelfunktion, wo man sich hinchillen kann. Oh mein Gott. Einmal so reich sein und sowas die ganze Zeit erleben können. An der Stelle kurz am sentimental werden. Es ist wirklich heftig, sowas meinen Beruf nennen zu dürfen. Ich würde all diese ganzen Orte und Hotels. Schön und gesagt. Alles, was dazugehört, auch privat testen. Das mache ich schon immer mit Leidenschaft. Ich meine, wer macht das nicht gerne? Das ist wirklich ein Riesenprivileg. Und, schön gesagt. Deswegen bin ich wirklich extrem dankbar. Danke für euren ganzen Support über all die Jahre. Deswegen hier spontane Verlosung. Ich weiß noch nicht ganz genau was. Amazon-Gutscheine, ganz viele Pakete von meinen Klamotten und so. Falls ihr dort seid und irgendwas gewinnen wollt, dann checkt den Link unten in der Videobeschreibung ab. Ihr müsst nicht viel machen, einfach auf meinen Socials mir folgen. Dann könnt ihr auch schon gewinnen. Das ist ein wunderschöner Sonnenuntergang, den wir wahrscheinlich verpassen werden. Da vorne ist das Restaurant. Michelin-Stern Hipkins bei Nils Henkel. Ja. By the way, da ist auch einfach random Steffen Hensler gewesen, der eingecheckt hat. Wir gehen aber in das andere Restaurant, das Hoog. Das Ding ist, ich würde schon gerne so dieses Michelin-Star-Restaurant testen, aber erstens, es ist extrem teuer und zweitens, ich weiß jetzt schon, dass diese kleinen Happen, das ist einfach nicht für mich dieses extrem feine, schicke Essen, wo man nicht so richtig satt wird, sondern mit vollem Genuss. Und so. Könnte ich nicht genießen, dafür müsst ihr so richtige Food-YouTuber schauen. Wir gehen in das andere Restaurant. Das Hoog! Also Preise sind auf jeden Fall wie erwartet. Wie viel kostet ein Lillet? Also doppelt so teuer. Cola? Haben die Cola? Cola Zero? 0,2 Liter, 6,60 Euro. Bro. Bro. Schnitzel mit Kartoffelgurkensalat, 44. Aber wir hätten das sind crazy Preise. Heute ist mein Angry Tier angekommen, bin sehr zufrieden, sehr guter Stoff. Gönn dir den Erfolg. Vom ganzen Herzen. Ich danke dir, Raikun. Kuss.
Und kurz, dass dir gefällt, Bro. Gern zu trinken, zwei Cola Zero. Gerne, mit Eis und Zitrone. Ja, so, Essen, doch, wissen wir schon. Für mich das Entrecote. Medium? Ja, Medium. Ah, kann man auch Kaiserschmarrn bestellen oder ist das klar, zu spät? Nee, bis 9:30 könnt ihr, soll ich schon mal vorbestellen? Dann, ja, können wir vorbestellen, ja. Perfekt, danke. Bro, die drei Gerichte schon am Ende 140 Euro. Wir haben drei verschiedene Brotsorten bekommen. Okay. Olivenbrot, Walnussbrot, Baguettebrot, also gute Auswahl. Haben wir nicht bestellt. Ich hoffe, das geht nicht mit in die Rechnung. Oh, und dazu Kräuterquark und Butter. Sieht aus wie eine richtig edle Butter. Das ist eine richtige sahnige Butter. Schmeckt aber gleich, ne? Kräuterquark ist auch nichts wirklich Besonderes, ne? Schmeckt genauso wie Supermarkt-Kräuterquark. Gibt nichts irgendwie, was so heraussticht auf jeden Fall. Aber mit Digga, der hat sich die Cola Zero 0,25 Liter für 6,50 Euro gegönnt. Gut und crazy. Kannst du sowieso nichts falsch machen. Das ist frisch. Ist jetzt nicht so angetoastet oder so, aber ist auch nicht trocken. Das ist gut. Hier noch Olivenöl dazu, Salz, Pfeffer. Jetzt habe ich Bock auf die Hauptspeise. Ich muss sagen, das Schnitzel sieht fünfmal geiler aus, ne? Wie man das in Wien auch wirklich bestellt. Mit Preiselbeersoße und so. Boah, Bro, das ist mega soft, ne? Ja, ist so crunchy. Warum ist das so soft? Wenn es noch ein Stück knuspriger wäre, top, top. Aber tausendmal geiler als zu trocken, weißt du? Übelst viele Kalbs, Wiener Schnitzel. Viel zu trocken. Kommen wir zu meinem Entrecote, quasi Ribeye Steak. Ne? Sieht aus wie 200 Gramm, ist jetzt nicht viel. Steak ist gut, also ist nicht zu trocken, es ist perfekt Medium auf jeden Fall. Bisschen frech, das ist für 53 Euro ein 200 Gramm Entrecote Steak. In normalen Steak-Restaurants bekommst du 500 Gramm für. Wenn man das weiß, ist das schon ein bisschen wack, aber das Steak schmeckt richtig gut. Ist perfekt Medium. Grüner angebratener Spargel auch lecker. Schön würzig. So ein ganz kleines bisschen angebrannt, aber es ist geil. Folienkartoffel auch sehr lecker. Jetzt so ein bisschen Sour Cream. Ja, es ist schon gut auf jeden Fall. Wäre das alles 50 Euro insgesamt günstiger, dann würde ich mich null beschweren. Aber man erwartet halt eben auch bei so einem Preis. Wir essen jetzt noch die Hauptspeise zu Ende. Danach gibt es noch den Klassiker in diesem Restaurant, nämlich Kaiserschmarrn. Der kostet 30 Euro. Tschüss! Mal gucken. Du hast noch nie Kaiserschmarrn gegessen? Oder bei Ikea. Genau das meine ich. Das schmeckt anders als andere Sachen. Genau das hat mir gefehlt bei den anderen Sachen. Also beim Steak zum Beispiel. Hier ist Puderzucker, hier ist Karamell. Das ist schon getrocknet. Das heißt, es wird durch das Karamell ein bisschen knusprig. Ich dachte zuerst, dass es das Kaiserschmarrn das knusprig ist. Aber der Teig vom Kaiserschmarrn ist halt richtig weich. Ne? Ist extrem weich. Das ist wie so dieses Soufflé-Pancake. Und das liebe ich. Das ist richtig lecker. Ich muss auch sagen, irgendwann reicht's. Ich finde, das kann man nicht so spammen. Das ist schon eine Riesenportion, ne? Wow. Also bei Sonnenuntergang sieht das alles nochmal viel, viel krass. Ich weiß nicht, findet ihr das schön, wie das da aussieht? So mit diesen Dächern? Das aus irgendwie. Lass noch vom Zimmer die Drohne steigen, damit ihr... So, diese Dächer, ich weiß nicht, ist gar nicht meine so aus. Dass ihr alles nochmal enjoyen könnt. Schöne Erfahrungen gemacht, aber auch teure. Oh, die Drohnenfahrten sind crazy. Jetzt noch ausschwitzen im Gym. Sehr, sehr entspanntes Gym hier. Gibt nicht so viele Geräte, aber für ein leichtes Workout reicht das vollkommen. Dann morgen. Auch das Frühstück lässt keine Wünsche hier offen. Ihr seht es, à la carte. Auch hier das Ei. Es gibt sogar hier auch herzhafte Dinge. Frische Waffeln, Pfannkuchen. Und ganz nebenbei noch so ein ganz, ganz fettes Buffet. Ich habe, glaube ich, noch nie so ein Riesenbuffet in deutschen Hotels gesehen. Extrem viel Auswahl, alles frisch, alles richtig lecker. Auf jeden Fall mit einer der besten Frühstücksbuffets, all in all, die ich mit erlebt. Digga, das Beste, was ich jemals hatte, Frühstücksbuffet in einem Hotel, war Eli Geller Winter Games in Zürich, war das, glaube ich, in diesem Hotel. Das war geisteskrank. Digga, die hatten alles. Habe. Guck mal, gebt euch. Bei welchem Hotelfrühstück bekommt man sowas? Ein perfekt gepokertes Ei mit Lachs auf Toast. Und French Toast mit Ahornsirup. Bro, what the fuck? Sylt ist wirklich eine wunderschöne Insel. War alles echt teuer, aber ich denke auch mit Low Budget kann man da einen fantastischen Urlaub machen. Falls ihr mehr Reisecontent sehen wollt, vergesst nicht diesen Kanal zu abonnieren. Die meisten, die dieses Video hier schauen, haben mich leider noch nicht abonniert. Deswegen würde ich mich sehr, sehr freuen, falls ihr nachgucken könnt. Checkt außerdem auch Holy Up, beste Alternative zu Softdrinks. Mit diesem Code spart ihr 5 Euro beim Probier Deluxe Set. Das würde mich auch sehr, sehr supporten, falls ihr mit meinem Code kauft. Und ja, haut rein, Leute. Ciao. Gutes Video, aber. Das ist ein W-Video. Ist wirklich ein gutes Video. Was ist das denn? That not only made it with one team, he made it with different teams in different countries and different cultures. Ich weiß gar nicht, ob man das gucken darf. Darf man das gucken? Nee, ne?
I just got it true. Ooh, ooh. I just got no me. Ey, schade, dass das mit dem EP-Release verschoben wurde, ne? Das wäre so sick gewesen. I got a... Da wurde... Wir können auch was zocken. Worauf habt ihr am meisten Bock? Simply... Was? Der exklusivste Club Deutschlands. Das hier ist ein Heizkraftwerk. Es wurde Anfang der 50er gebaut, um die Hauptstadt der DDR mit Wärme und Strom zu versorgen. Heute strömen jedes Wochenende tausende Menschen an seine Türen, um nächtelang zu feiern. Das Berghain gilt als einer der exklusivsten Clubs der Welt. Ah, Berghain-Video, aber stark. Wir sind leider nicht cool genug, um reinzukommen. Dafür können wir das Berghain aber animieren. Lol, die haben es einfach animiert. Lol. Was passiert in den mysteriösen Räumen? Wie haben die Betreiber es geschafft, ein altes Kraftwerk in einen der geheimnisvollsten Clubs der Welt zu verwandeln? Dieses Video ist zuerst auf Englisch auf dem Kanal unseres guten Kumpels Hoch erschienen. Wir haben es übersetzt und noch einige Details hinzugefügt. Lol, die haben einen englischen Kanal? Die haben einen englischen Kanal? Nee. Crazy. Das ist Anna. Sie will ins Berghain. Anna ist 23 und kommt aus der Nähe von Stuttgart. Ihr Vater arbeitet bei Daimler. Ihre Mutter ist traurig, weil sie nur noch so selten anruft. Vor einem Jahr ist Anna nach Berlin gezogen. Sie studiert Kunst und Philosophie, aber auf Lehramt, weil sie es ihrem Vater versprochen hat. Digga, wie gut sind diese Animationen? In ihrem Rucksack sind mehrere Outfits. Wenn die Party gut ist, bleibt sie bis Montagmorgen. Mit dem Rucksack will sie den Türstehern zeigen, dass sie sich auskennt. Sie fröstelt langsam in ihrer schwarzen Netz. Hey, haben wir was zu essen? Ja. Was haben wir? Nudeln. Was für Nudeln? Erste. Na, gib mir mal bitte. Echt? Willst du so essen? Ja. Diese Fertignudeln, die ich gekauft habe? Diese China-Nudeln. Nein. Richtiges Essen. Ist schon fertig? Ja? Ja, okay, dann will ich essen. Strumpfhose. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Berlin in Ost und West geteilt. Nicht nur politisch, sondern auch städtebaulich. Weite Teile Berlins lagen in Trümmern und mussten neu errichtet werden. Der Wiederaufbau wurde zu einem architektonischen Kräftemessen zwischen den beiden politischen Systemen. Im Westen wurde der Kurfürstendamm zu dem modernen Vorzeigeboulevard. Cafés, Restaurants, Kaufhäuser, in den Schaufenstern die neuesten Produkte. Im Osten lag der Alexanderplatz. Von dort aus planten die DDR-Eliten ihren eigenen pompösen Boulevard, die Stalinallee. Die Stadt ist in Struktur und architektonischer Gestaltung Ausdruck des politischen Lebens und des nationalen Bewusstseins des Volkes. Die Stalinallee wurde nach sowjetischem Vorbild geplant. Monumental, repräsentativ, weitläufig. Breite Straßen, viele Bäume, Restaurants, Kinos. Ich mach noch Hähnchen dazu, weil nur so Nudeln bock gar nicht und später kannst du den ganzen Tag noch unterwegs und so morgen. Danke. Cafés und eine U-Bahn. Helle und geräumige Wohnungen, Heizungen, warmes Wasser und sogar Kühlschränke. Wohnpaläste für das Proletariat. Um die Stalinallee mit Strom zu versorgen, brauchte es ein Kraftwerk in der Nähe. 1955. Ach du Scheiße, so ist Berghain entstanden. Wird das Heizkraftwerk an der Rüdersdorfer Straße fertiggestellt. Eine halbe Stunde später. Anna kann die Tür sehen. Um reinzukommen, muss sie unbedingt ihren Vibe als existenziell angehauchte Kunststudentin beibehalten. Man darf ihr auf keinen Fall ansehen, dass ihr Vater ihr monatlich 1000 Euro überweist. Vor ihr steht eine Gruppe englischer Touristen. Gut, denkt sich Anna. Die Engländer werden nicht reinkommen. Danach werden sich die Türsteher freuen, wieder eine schwarz angezogene Kunststudentin reinlassen zu können. Nach dem Mauerfall ist die Wirtschaft der ehemaligen DDR und Ostberlins komplett zusammengebrochen.
Auch West-Berlins Wirtschaft war nach jahrelanger Isolation unterentwickelt. Das wiedervereinigte Berlin ist auch heute noch ziemlich arm. Paris ist das Wirtschaftszentrum von Frankreich, London von Großbritannien, Madrid von Spanien. Berlin ist anders. Hier gibt es keine Bankenviertel, keine großen Autohersteller, kaum Industrie. Die Stadt kann wirtschaftlich mit vielen anderen deutschen Großstädten nicht mithalten. In Berlin herrscht die zweithöchste Arbeitslosigkeit aller Bundesländer. Lol, 3 ist Hamburg? Schleswig-Holstein. Okay, warte mal. Hamburg ist 3, Bremen. Ich bin ja Schleswig-Holstein. Oh, geht sogar. Aber dafür ist Berlin edgy. Edgy? Nach dem Mauerfall gab es in Ost-Berlin plötzlich etliche verlassene Gebäude, die von jungen Menschen besetzt wurden. Nach Punk galt Techno als die neue Musikrichtung in der Untergrundszene. In ganz Berlin wurden illegale Techno-Partys veranstaltet. 1998 wird in der Lagerhalle eines ehemaligen Güterbahnhofs das Ostgut eröffnet. Es stammt aus dieser Kultur der totalen Improvisation, dem Berlin der 90er, wo man sich leere Räume genommen hat und die bespielt hat und sie irgendwann wieder verlassen hat. So eine Art Hausbesetzer-Ethos. Und das galt auch fürs Ostgut, das eine Fabrikhalle im Nirgendwo war. Die Musik im Ostgut war anders. Harter, dunkler Techno. Mit seinen Partys bat es auch einen Safe Space für die Berliner Schwulenszene. 2003 musste das Ostgut schließen und Platz für die millionenschwere O2 World Arena machen. Die Betreiber brauchten ein neues, leerstehendes Gebäude. Anna kann den Türsteher sehen. Sie und das Berghain trennt jetzt nur noch eine Gruppe betrunkener Engländer. Vor ihnen steht der vermutlich bekannteste Türsteher Deutschlands, Sven Marquardt. Sven Marquardt, das ist der Türsteher? Und mit dem man diskutieren will. Die englische Gruppe... Kann man den googeln? Das ist der Türsteher von Berghain. Ah, hier. Ah, doch, den kennt man echt. Ja, den kennt man. Ah, okay. Diskutieren will. Die englische Gruppe versucht es trotzdem. Oi, alright, mate. Guten Tag, mein Freund. Heute nicht. Jamesy, what does he mean? Heute nicht. Mates, are you taking the mickey? Nein. We've been waiting out here for fucking hours, we... Does he mean we should come back at 9? Zwei Türsteher aus Svens Team schaffen die Engländer aus dem Weg. Anna sieht glücklich aus. Zu glücklich. Sie muss sich zusammenreißen. Sie denkt an ihre letzte Beziehung, die ihr Ex-Freund unbedingt öffnen wollte. Oder an den Moment, als ihre Kunstprofessorin meinte, ihre Bildsprache sei noch etwas unterentwickelt. Jetzt sieht ihr Gesicht wieder unglücklich und edgy genug aus, um ins Berghain zu kommen. Sven hat schon im Ostgut gearbeitet. Seine harte Tür ist nicht nur Marketing. Ich habe die Verantwortung, das Berghain zu einem sicheren Ort für Menschen zu machen, die eben deshalb kommen, weil sie Musik mögen und feiern wollen. Der Club hat sich aus der Berliner Schwulenszene der 90er entwickelt. Es ist mir wichtig, dass wir etwas von diesem Erbe bewahren, dass es sich immer noch wie ein einladender Ort für die Gäste von damals anfühlt. Es gibt ein paar Grundregeln. Das heißt, wenn man so rein theoretisch, wenn man so ein bisschen actet, ist man auch wahrscheinlicher da drin, oder was? Rein theoretisch. Wenn man eigentlich nicht schwul ist, aber so tut, ey. Okay, krass, Alter. Man ins Berghain will. Keine großen Gruppen. Gut benehmen, Respekt zeigen, nicht zu laut reden, nicht besoffen sein, die DJs kennen. Schwarz angezogen sein kann helfen, muss aber nicht. Eine Erfolgsgarantie gibt es nicht. Am Ende kommt es vor allem auf eins an. Den richtigen Vibe. So wie bei Anna. Annas Vibe ergibt sich aus einer komplizierten Bindung zu ihrer abweisenden Mutter, zwei dysfunktionalen Beziehungen, einer abgebrochenen Gruppentherapie, ekstatischen Erfahrungen auf diversen Berliner Tanzflächen und einem konstanten Gefühl von Weltschmerz. Genau das, was Sven für seinen Club braucht. Was? Er nickt und lässt sie rein. Als Anna an der Kasse mit Karte zahlen will, wird sie abgelehnt.
Damn, denkt sich Anna, ich bin mal wieder broke. Da erinnert sie sich, dass sie diese nice Banking-App mit Echtzeitüberweisung hat. Dank Revolut kann sich Anna sogar am Wochenende in Echtzeit Geld schicken lassen. Ihr Papa, der früher nie da war, ist auch bei Revolut, deshalb reicht ein kurzer Anruf und der Abend ist gerettet. Drin Link bekommst. Auf Berghain Schwarz ist im Club ein Hingucker. Dank des Smart wie finden sie über unseren Link in der Bonus. Wenn wir vom Berghain reden, geht es um diesen Abschnitt des Gebäudes. Aber schlau, sehr stark. Es gibt auch die sogenannte Halle auf der Rückseite mit einem separaten Eingang. Dort finden aber aktuell keine Veranstaltungen statt. Der Gebäudeteil, den wir Berghain nennen, besteht eigentlich aus 4 verschiedenen Clubs, jeder in einer anderen Etage. Im Erdgeschoss befindet sich der Club Säule. Er wird immer donnerstags bespielt. Im ersten Stock befindet sich das eigentliche Berghain mit dem Hauptraum. Hier läuft der harte, Berghain-typische Techno. Die Decken sind 18 Meter hoch. Hier steht auch die angeblich beste Soundanlage der Welt. Die Partys gehen in der Regel von Samstagnacht bis Montagmittag. Manchmal auch bis Dienstag. Darüber liegt... Was? Regel von Samstagnacht bis angeblich beste Soundanlage der Welt. Die Partys gehen in der Regel von Samstagnacht bis Montagmittag. Was? Samstag bis Montagmittag? Was ist das denn? Dicker, woher diese Energie? Manchmal auch bis Dienstag. Manchmal bis Dienstag? Samstag, Sonntag, Montag, 4 Tage? Darüber liegt die Panorama-Bar, wo leicht... Auf Koks? Aber gibt's da nichts... ...dichtere Hausmusik gespielt wird. Sie öffnet schon Freitagabend. Ab Samstagnacht ist sie mit dem Berghain verbunden. Der 4. Club liegt im Keller und heißt Laboratory. Dort gelangt man nur über einen versteckten Eingang an der Nordseite hin. Das Lab ist ein Sexclub für schwule Männer. Der Dresscode reicht, je nach Party, von Gummi bis nackt, nur Schuhe. Ich glaube, der Quantensprung zum Berghain war, dass sich die Macher gedacht haben, wenn wir jetzt nochmal einen Club aufmachen, dann machen wir es richtig. Jedes Detail ist genauestens und liebevoll durchdacht. Von den Geländern, an die man sich auf eine bestimmte Art bequem anlehnen kann, bis zu den Garderobenmarken, die du nicht verlieren kannst, egal wie breit du bist. Die Betreiber haben für den Ausbau das Architekturbüro Studio Carhartt engagiert. Die Aufgabe, aus einem heruntergekommenen DDR-Heizkraftwerk den perfekten Raum fürs Feiern schaffen. Das Berghain soll den Spieltrieb der Menschen ansprechen. Thomas Carsten und Alexandra Erhardt sind die beiden Architekten hinter dem Berghain. In diesem SZ-Interview erzählen sie ausführlich von ihrer Arbeit. Den Link... Aber muss man da sein Handy abgeben? Weil da gibt's ja keine Dings und so. Muss man da einfach sein Handy abgeben? Findet ihr in der Beschreibung. Das Berghain wirkt teilweise wie ein Labyrinth. An jeder Ecke gibt es etwas zu entdecken. Verwinkelte Sitzecken, halboffene Kammern, Dark... Wird abgeklebt, aber als wenn da nicht schon jemand dann ein Video gemacht hat. Ich war auch schon mal in einem Club in L.A., wo die Kamera übergeklebt wurde, aber als wenn da nicht jemand... Da haben trotzdem Leute Videos gemacht. Grooms, eine Getränkebar aus Hartgummi, einen Garten, eine Eisbar. Auf der einen Seite brauchen die Besucher Nischen und Rückzugsräume. Menschen sind Höhlenbewohner und mögen enge Situationen. Auf der anderen Seite brauchen sie freie Bewegungsflächen, die ein geschmeidiges Durchcruisen erlauben, und Räume, wo sich die Gäste präsentieren können. Gleichzeitig sollen sich die Besucher instinktiv zurechtfinden können. Es gibt kaum Sackgassen. Aus jedem Winkel eines Raums kann man wieder hinausfinden. Auch die Toilettenräume sind so gestaltet, dass man im Kreis um die Kabinen laufen kann. Außerdem müssen sich unterschiedliche Menschen in sehr unterschiedlichen Bewusstseinszuständen bequem durch die Räumlichkeiten bewegen können. Ein Club ist wie ein Kindergarten. Man muss mit dem Unerwarteten rechnen. Das Berghain ist entsprechend konzipiert. Es gibt genügend Sitzmöglichkeiten und Absturzsicherungen. Die Handläufe der Treppengeländer wurden so abgerundet, dass man keine Flaschen darauf abstellen kann. Die Löcher in den Gitterrosten sind entweder so klein, dass man den Finger nicht hineinstecken kann, oder so groß, dass der Finger nicht stecken bleiben kann. Lol. Die meisten Sitzbezüge, besonders die in den Darkrooms, sind aus Kunstleder. Das ist nicht nur günstig zu ersetzen, sondern auch einfach abzuwischen. Die Toilettentüren sind so hochgesetzt, dass man darunter hergucken kann, falls Besucher beispielsweise bewusstlos werden sollten. Einige der Türen sind mit Gummi gefüllt, weil ungeduldige Toilettenbenutzer teilweise dagegen schlagen.
In den Kabinen selbst finden sich weder Spülkästen noch andere horizontale Flächen, um Drogenkonsum einzuschränken. Anna ist aber nicht im Berghain, weil sie das Design der Toilettenkabinen interessant findet. Es gibt andere Gründe, die den Besuch besonders machen. Fotografieren ist im Berghain verboten. Es gibt keine Spiegel. Aggressives Flirten ist ein... Es gibt keine Spiegel, ist krass. ...ein No-Go. Die DJs stehen auf keinem Podest, sondern sind auf Augenhöhe mit den Besuchern. Es gibt kaum Gästeliste, keinen VIP-Bereich, die Getränke sind nicht besonders teuer. Der Tee im Berghain kostet 2016 gerade einmal 1,50 Euro. Da kann man echt nicht meckern. Ja, stabile Preise. Einer Studie aus dem Jahr 2023 zufolge gilt der Club im Preis-Leistungs-Verhältnis sogar als günstigster Club Deutschlands. Lord. Menschen werden reingelassen, weil sie zum Charakter des Clubs passen, nicht weil sie wichtig sind. Elon Musk, damals reichster Mann der Welt, soll 2022 nicht ins Berghain gekommen sein. Der Club schafft es offenbar, eine besondere Atmosphäre zu schaffen. Das können wir weder recherchieren noch animieren. Wollen wir auch gar nicht. Am Ende ist das Berghain vieles. Schwierig, dass Elon Musk seinen Arsch nicht reinkommt, ist geisteskrank. Eine Spielwiese für Erwachsene, eine Techno-Kathedrale, ein international angesehener Musiktempel, ein völlig ungehemmter Safe Space, ein Überbleibsel eines repressiven DDR-Regimes, die betongewordene Edginess Berlins. Und am Ende natürlich auch einfach ein ziemlich stabiler Ort zum Feiern. Wirklich stabiler Ort zum Feiern, aber ich glaube, manche Leute feiern da ein bisschen zu sehr. Cheers. Ich dachte, ich habe gedacht, Berghain läuft so crazy scheiße ab. Ich dachte, Berghain, da pissen sie sich gegenseitig an und so shit. Das habe ich mal gehört. Stimmt das? Hey, würdet ihr das Berghain gerne mal von innen sehen? Schreibt es uns in die Kommentare. Über den Link in der Beschreibung kannst du dir außerdem kostenlos die Revolut-App herunterladen und dir on top noch 20 Euro Willkommensbonus sichern. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ach, crazy. Ich muss kurz auf Colo-Chat, ich lasse kurz Willi laufen. Geölt. Was macht sie? Was macht sie, dass sie immer eingeölt ist? Er wird richtig geil aussehen danach, das weiß ich. Ich sage eins. Ich sage Gau, mach dein Ding. Ich finde das cool, mach dein Ding. Aber Bruder, so, ich weiß nicht, im Alltag ist das schon ziemlich schwer, mit so einem Schwert und so rumzulaufen, oder? Auch Cosplayer Gaos, Alter. Sein Outfit gibt mir ein bisschen DJ Bundy, bisschen DJ Beauty Bundy Nerd. Halt, ne? DJ Bundy Outfit. Wir wollen das auch gucken. Charakter, Muschi. Also einer, der mit Klamotten nichts am Hut hat, ja, wo die Mami wirklich die Klamotten rauslegt und er 10 Jahre, oder? Mhm. Das ist ja im Grunde genommen auch eigentlich so der erste. Ey, Willi! Jo. Was geht ab? Jo. Ich hab gerade, ich war scheißen, hab deinen Stream laufen lassen und die Leute haben gesagt, dass das ultra lustig ist, das, was du dir anguckst. Die wollten es jetzt auch sehen, die sind süchtig davon geworden. Wie bitte? Ich war gerade scheißen, hab deinen Stream laufen lassen. Ja, das hab ich verstanden. Und die haben gesagt, die fanden es ultra unterhaltsam. Was guckst du? Beauty and the Nerd. Beauty and the Nerd, was ist das? Das sind so, da sind so 6 Nerds, die halt so voll die Gamer sind und keine Ahnung, so Cosplay machen und so und die treffen und die kriegen so in Anführungszeichen 6 Beauties an die Seite gestellt. So, weißt du? Kennst das nicht? Nee, ich kenn das nicht. Die machen dann so eine Veränderung und spielen um 50.000 Euro. Das ist crazy. Es geht um 50.000. Und die müssen halt immer so Levels machen. Und da sind so, die Nerds sind halt so real, real Nerd. Also die sind so richtig deep, Bro. Die haben Elden Ring 10-mal durchgespielt. Malenia so. Mal 30? Ja, Malenia mal 30 und so, was die raushauen. Ich will das jetzt auch angucken. Ja, mach's geil. Okay. Wo kann man das gucken? Warte, ich schick dir Link in Discord. Okay.
Eide. Eide. Auf Join, okay. Auf Join. Ich leg auf, ja? Was habt ihr getan, Chat? Was? Ich check das Dings. Das ist zu viel. Das ist lustig. Okay, mir ist es egal. Wir können auch zocken, wenn ihr Bock drauf habt. Wie heißt es denn? Beauty Nerd. Beauty Nerd. Na, er ist schon viel weiter als ich, Chat. Macht gar keinen Sinn. Er hat mir Link geschickt. YouTube Nerd. Hier gibt's das. Ist das Beauty Nerd? Vierte Staffel? Das Finale? Kostenlos ansehen. Ha? Willkommen bei Beauty and... 1:40! The Nerd. Der vermutlich einzigen Show auf Pro7 in der Beauty... Ey! Was geht da ab? Was ist das denn? Und Nerds unter der heißen Sonne Zyperns harmonisch symbiotisch koexistieren. Ah, man sieht das gar nicht. Mit seiner Frau kann ich nicht weiter diskutieren. Lol, man kann das nicht auf OBS übertragen, das wird gesperrt. Hä, wie hat Willi das geschaut? Staffel 3. Also Staffel 3 kann man nur schauen. Hardware-Beschleunigung in Settings aus. Wo? Hab's dir Discord geschickt, okay? Das ausmachen? Okay, wollen wir jetzt Staffel 4 oder Staffel 3 gucken? Ja, ich würde schon die neueste gucken dann. Aber viele schreiben 3. Digga, warum kennt ihr das alle? Aber das kann man nur mit Plus angucken. Ah. Ah, doch nicht jetzt. Ah, man muss sich anmelden.
Crazy. Bruder, Minecraft-Kopf ist verrückt. Steve. Ey, dieser Emote ist respektlos. Dieser Emote, also, das ist crazy. Das ist crazy. Ihr seid ehrenlose Menschen, ich sag euch, das ist so, wie es ist. Scheiße. Crazy. Ich hab auch was im Köpfchen. Und wirklich eine sehr, sehr tiefe Antwort, Alter. Wirklich, das ist wirklich eine sehr, sehr tiefe. Ich hab auch nie Spaß. Ich fühl das. Ich fühle das, was er sagt. Crazy. Boah. Das ist deep. Ehrlich deep. Das ist ehrlich deep. Wie findest du die Serie? Lustig. Ist halt sehr, ist halt, man merkt halt schon, dass es krass geactet ist, aber es ist lustig. Danke für den Zap, Romeo, danke dir für den Zap. Marius, danke dir für den Zap. Iso, danke dir für deine 5 Gifted. Ehrenlose Menschen, wirklich. Crazy. Robin, danke dir für den Zap. Renzo, danke dir für den Zap. Ich bin gerade selbst so sauer, dass ich nicht in der Lage bin. Zaubo, danke für das Sub. Taylor, danke für das Sub. Ihn da, Bruder, ey, was passiert hier? Ey, was passiert hier? Ey, meine Seite kommt nicht. Ey! Aircross mit 5 Gifte. Luca, danke dir für den Sub. Kevin, danke für den Sub. Likov, danke dir für den Sub. Akko, danke dir für den Sub. Moritz, danke dir auch für den Sub. Tala, danke dir für den Sub. Ruffy, danke dir für den Sub. Ey, was passiert hier gerade? Ey, Marvin mit 10 Giftet. Ey, Marvin, danke dir für deine 10 Gifted. Akku auch mit 5 Gifted. Es geht ja ab. Jason, danke dir auch für deine Gifted. Alter, ey, warte mal, was passiert hier gerade? Bruder, was passiert hier? Der Schokobär, danke dir für deine 5 Gifted. Baza, danke dir. Meister Shifu, danke dir. Der Bra, danke dir. Mowgli, danke dir. Bounce Down, danke dir. Snips mit 5 Gifted. Und da sieht man, da sind alle Menschen. Korai Bra, danke dir für deine 5 Gifted. Oh, Okan, danke dir für deinen. Ey, was geht hier ab? Ich sag Sub-Rekord in Deutschland. Sub-Rekord in Deutschland. Moritz, danke dir für deine 5 Gifted. Music. It's crazy. 2024 Music. Mit gutem Gewissen sogar. Ey, danke euch für eure Subs. Das ist geil. Alle ehrenlos. Das ist krass. 2024 Music. Ja, Sisi, danke dir für deinen Sub. Amo, danke dir für deinen Sub. Jaswa, danke dir für deinen Sub. Dissi, danke dir für deinen Sub. 2024 Music. This Wesho, danke dir für deinen Sub. Colin, danke für deinen Sub. Maho, danke für deinen Sub. Yili, danke dir für deinen Sub. Sono, danke dir auch für deinen Sub. Was geht hier ab? Yunus, danke dir für deinen T1. Bruder, wie viele Subs haben wir gerade gemacht? Max, danke dir für deinen Music. Sub. Faust, danke dir für deinen Sub. 2024 Music. It's crazy. Haben wir Rekord gebrochen? 2024 Music. Haben wir Rekord gebrochen gerade? Fühle mich schlecht. 2024 Music. Faust, danke dir für deinen Sub. Music. Max, danke dir für deinen Sub. Keys, danke dir für deinen Sub. Wir haben Rekord gebrochen, oder? Zieh mal nach. Alter, die kommen die ganze Zeit neue. 2024 Bruder. Music. Black Beton, danke dir für 5 Gifted. 2024 Music. Es geht hier ab. 2024 Enkel, Music. Danke dir für den Sub. Marvin, danke dir für den Sub. Jamie, danke dir für den Sub. Factory, danke dir auch für den Sub. Könnt auch mal Sub. 2024 Music. Bruder, was geht hier ab? Okay, Marv, danke dir und Jamie, danke dir auch. Crazy. 2024 Music. Schwitzer Ritzer, danke dir auch für den Sub. Ja, aber ernst. Liebe W's rein an jeden, der ein Sub geschenkt bekommen hat. Bedankt euch. Danke euch für diese ganze Liebe. Kuss. 2024 Music. Alter, ey. Tobi, danke dir für den Sub. Ehre, danke dir auch für den Sub. Wie? An jeden, der ein gegiftet bekommen hat, bedankt euch bei denjenigen. Music. Und dann danken der hier. An die, was? Mit danke Absker. An jeden, der hier ein Resub da ist. Crazy.
Bruder, was geht hier ab? Sevi denkt wieder in Sub, Jano denkt wieder in Sub. Was? Crazy. Colini denkt wieder in Sub. Blackout Son denkt wieder in Sub. Michi denkt dir auch für den Tier 1. 2024 Music. Das ist wirklich crazy. Ciao, Kau. 2024 Music. Das ist wirklich crazy. Guckt es euch an. 2024 Music. 2024 Music. Mit Herz. 2024 Music. Onkel Barco und Deck Frame Prime. Viele wussten das nicht. Aber mit Prime kannst du kostenlos jemanden haben. Das funktioniert auch. Zu trösten. Zum Glück hat Programmierer Chris die Passung. 2024 Music. Warte, ich skipp mal die Alerts. 135 Subs auf Ciao seinen Kopf gemacht. Ist ja ziemlich. Software. Lass doch gerne einen Follow da, meine lieben Freunde da draußen. Wir haben, wie viele Follower haben wir eigentlich? Auf Twitch. Ich weiß es gar nicht, ich hab das nie im Auge. 2024 Music. Wir haben, da steht einfach nur 1 Million, keine Ahnung. Aber hier. Lass doch gerne ein Follow da, das Ganze ist gut. Sonst kann ich nicht nach L.A. fliegen. Ich habe mein Portemonnaie bei Kuba vergessen. Er muss es bei Chef Strobel abholen. Danke dir auch für deinen Support. Kuss. Ey Felix, hast du mein Portemonnaie? Natürlich. Okay, sehr stark, danke dir. Lass es zu Hause. Wo ist der Bruch? Rausgenommen. Was? Da ist auch kein Geld mehr drin, das hat Strobel rausgenommen. Niemals. Nein, Spaß, alles gut. Also, da sind $200 drin, ne? Okay, Digga, nee, dann ist doch weg. $200 sind da drin, wo? Da sind $200 drin, für morgen. Nee, wusste ich nicht, Digga, ich hab nur irgendwie 30 Euro gesehen. Da sind $200, dann doch kein Geld mehr drin, Bro. Das ist crazy. Ja, nee, 20, Bro, was für 200. Wo sind meine $200 hin? Ah, woher, 120, 120. $120. Ja, du hast einen 20er und einen Huni. Oh, dein Chef Strobel hat mich abgezogen. Okay, easy, wir sehen uns morgen. Alles klar, rein. Das ist rein. Ey, warte mal, wann fliege ich überhaupt? Auch gute Frage. Warte mal. Ey, wann fliege ich überhaupt? Ich habe extra LA-Gruppe gemacht, damit du das da oben hast. 6 Uhr, du musst 4:30 Uhr am Flughafen sein. 4.30 Uhr am Flughafen, das heißt, wann muss ich von hier los? 3 Uhr, so plus minus. Ja, wahrscheinlich 3.20 Uhr, ne? Nachts ist ja nichts los. 3 Uhr muss ich los? Ja, fahr mal so 3 Uhr los. Okay, passt. Und denk dran, Maus, Tastatur, Headset. Maus, Tastatur, Headset. Ja, okay, nehme ich mit, easy. Okay, easy. Okay. Bis später. Später, ciao. Okay. Ja, ich mach sowieso mit euch zusammen durch, Chat. Hattet ihr schon mal mit? Ich mach durch bis um 3 Uhr oder so und dann... Distanz, Bruder! Zu irgendeinem Motherfucker Jesus sagen ist crazy!